Mein Name ist Senin Abu Seyd. Ich bin 19 Jahre alt, in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich habe 12 Jahre Schule absolviert und mein Abitur im Jahre 2022 bestanden. Ma'am. You wanna tear gas me? I have a German passport. Okay. I'm Er befahl mir, meine Fingerabdrücke abzugeben und schob mir dann ein Abschiebeformular zu, welches ich unterschreiben sollte. Der Grund meiner Abschiebung? Prevention of Illegal Immigration Considerations oder auch auf Deutsch Prävention der illegalen Einwanderung. Ich schaute ihn an und fragte ihn, wieso ich das unterschreiben soll, wenn ich doch Deutsche bin. Er sagte mir, ich sei keine Deutsche und dass ich nicht mehr als ein dreckiger Palästinenser sei. Mein deutscher Pass hat keinen Wert. Ich bin nur so lange deutsch, wie es in den politischen Kontext passt. Wenn es um Steuern oder Rundfunkgebühren geht, dann sind wir deutsch. Geht es um die Pflichten des Staates gegenüber uns, ist meine Staatsbürgerschaft ein Thema, was zur Diskussion freisteht. Wenn nicht einmal ein Dokument reicht, um meine Existenz zu beweisen, wie schützt der Staat meine Rechte?